Radio Pilatus. Dies FCL-Radio. Ja, so langsam kommt das Kribbeln wieder bei den Fans. Natürlich, morgen geht es los mit der neuen Saison beim FC Luzern am Abend. Daheim gegen Sion. Und das Kribbeln natürlich nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Spielern vom FCL langsam wieder da. Bei uns als Gast heute, der Jakob Köbi Jansche. Wir haben abgemacht, ich darf dir Köbi sagen. Passt, ja. Sehr gut. Köbi, ihr habt trainiert jetzt ganz hart, euch vorbereitet auf diese Saison. Ich nehme an, das Ziel ist es, dass das nicht so anfängt, wie die letzte Saison angefangen hat. Wie war diese Vorbereitung? War das sehr streng? Ja, also ich denke, die Vorbereitungen sind grundsätzlich immer sehr anstrengend. Es wird sehr viel Wert auf Laufen und Kraft gelegt. Und ja, wir haben aber gesehen, letztes Jahr im Winter, wo wir sehr gut gearbeitet haben, dass wir dann ja, sehr gut spielen können und eine gute Rückrunde gezeigt. Und deswegen wissen wir jetzt, dass wir sicherlich sehr gut parat sind. Wie ist das jetzt mit der Hitze? Du sprichst vom Winter, da war das ein bisschen anders mit den Temperaturen. Jetzt ist doch ziemlich heiß. Ist das schwierig, bei 30 Grad plus so hart zu arbeiten draußen? Ja, es ist natürlich schon ein bisschen schwieriger als jetzt, sagen wir jetzt 25 Grad, das ist eh klar. Aber ich denke, wir Fußballer sind das jetzt schon relativ gut gewöhnt, weil wir jetzt ja jeden Tag draußen dann trainieren und jeden Tag bei der Hitze, dann gewöhnt sich der Körper auch daran, ja. Ihr habt im Winter schon mit Markus Babbel Vorbereitung gehabt. Jetzt das erste Mal auf die ganze Saison hin. Wie hast du das miterlebt? War das strenger als die Vorbereitung noch letztes Jahr unter Carlos Bernegger? Nein, ich denke, wir haben unter Carlos Bernegger sehr gut gearbeitet. Haben in der Vorrunde auch, glaube ich, sehr gute Partien gezeigt. Eben dann viele Spiele sehr unglücklich verloren. Haben dann im Winter eben sehr viel gearbeitet. Gerade im konditionellen Bereich, weil das Spiel, dass wir spielen wollen, eigentlich sehr aufwendig ist und da braucht man eigentlich eine sehr gute körperliche Fitness. Und wie gesagt, wir haben dann gesehen, okay, in der Rückrunde, was dann möglich ist zu leisten und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt ja, sehr gut in die Vorrunde starten und eben genügend Punkte holen. Wir haben schon ein bisschen darüber geschwätzt, über, ich wechsle wieder, die Vorbereitung und das scheint eigentlich gut zu kommen, so wie du erzählst. Was ist denn das Ziel der neuen Saison? Wo will man hin? Ich denke, das vorrangige Ziel ist eigentlich da weiterzumachen, wo wir eigentlich aufgehört haben. Also mit einer Rückrunde sehr guten Fußball gezeigt, eben sehr viele Punkte geholt. Wir wollen natürlich versuchen, jetzt das, ja, diesen Weg weiterzugehen, eben dann gewisse Sachen noch zu verbessern und eben dann ja, von Spiel zu schauen und dann ja, sehen, was dann rauskommt. Das Team hat sich ein bisschen verändert. Ihr habt viele neue Spieler dabei. Wie haben die sich integriert? Ist das schwierig, wenn man plötzlich so komplett neue Menschen im Team hat? Nein, es war eigentlich durchwegs positiv, dass die Jungs sehr gute Jungs sind, charakterlich und ja, auch keine sprachliche Barriere jetzt da ist. Die kommen ja aus Deutschland alle drei, das heißt, sind der deutschen Sprache mächtig, das ist natürlich ein großer Vorteil und deswegen war das kein großer Problem und ich denke auch, dass die Jungs sich sehr, sehr wohlfühlen. Verstehen die dich, wenn du kommst und dein Dialekt aus Österreich auspackst, die Deutschen? Ja, ich muss sagen, die Deutschen verstehen mich um einiges besser als die Schweizer, ja. Ja, ich bin froh, dass du dich ein bisschen anpasst jetzt. Ich verstehe dich auch ziemlich gut. Perfekt, dann passt es, ja. Wie ist die Stimmung im Team? Es ging jetzt ein bisschen so um die Fitness, um den Zustand als Fußballer. Wie versteht ihr euch als Menschen, als Typen? Ja, sehr gut. Also ich glaube, dass die Mannschaft sehr intakt ist. Wir uns alle ja sehr gut verstehen, also von jung bis alt. Also wir sind jetzt eher eine sehr junge Truppe, muss ich sagen. Und wie gesagt, wir verstehen uns alle sehr gut. Sind jetzt auch sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht, dass wir dann im Meisterschaftsrhythmus sind. Und hoffe natürlich, dass wir dann am Morgen sehr gut starten. Kannst du sagen, Ende Saison wollen wir Meister werden? Oder wir wollen auf dem dritten Platz in der Tabelle landen? Gibt es da ein konkretes Ziel? Ja, das ist jetzt schwierig. Also es gibt natürlich Vereine, die einfach, sage ich jetzt, finanziell andere Möglichkeiten haben in der Liga. Aber wenn vielleicht dann ein Platz rauskommt, der besser ist als für die letztes Jahr, also unter die ersten fünf oder unter die ersten vier, dann ist es schon, denke ich, sehr, sehr positiv. Wir haben schon ein bisschen zusammengeredet, wie die Vorbereitung jetzt gelaufen ist. Und ich wechsle wieder auf Hochdeutsch. Ich habe das Gefühl, das sollte gut kommen. Jetzt ist das Startprogramm aber gleich ziemlich happig. Zuerst spielt ihr zu Hause gegen Sion, danach IB, Thun, Basel, also gerade so große Mannschaften zum Starten. Kommt das gut? Ja, sicherlich kein einfaches Programm, aber ich denke, wenn wir jetzt die starken Gegner jetzt am Anfang haben, werden wir gleich mal sehen, wo wir stehen und das ist, glaube ich, da sehr, sehr gut und hoffe natürlich, dass wir da jetzt ja, unsere Leistungen zeigen und eben auch viele Punkte mitnehmen. Wie können die Fans da ein bisschen helfen dabei, dass die vielen Punkte kommen? Können die das?
Ja, natürlich. Es ist sicherlich angenehmer, wenn du zu Hause spielst und es sind viele Zuschauer. Deswegen hoffe ich natürlich, dass am Morgen noch einige Zuschauer oder viele Zuschauer ins Stadion kommen und uns da unterstützen beim ersten Spiel. Und ja, wir müssen natürlich als Mannschaft da 90 Minuten Gas geben, guten Fußball zeigen. Dann denke ich auch, dass die Zuschauer in den nächsten Spielen kommen werden. Morgen Abend FC Luzern gegen Sion zu Hause in der Swisspor Arena. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Fragen. Das heißt, nicht ich habe die Fragen, sondern unser Sportchef Sammy Däubelbeis ist zu uns gekommen und er hat sich da etwas für dich überlegt, das vielleicht noch ein bisschen spontaner dann kommen sollte, als das, was wir zusammen jetzt gemacht haben. Hallo Sammy. Hallo zusammen. Ich übergebe an dich. Jakob, bist du bereit? Kann losgehen, ja. Okay. Ja. Also ich habe einfach 5 Stichworte. Ich bitte dich kurz zu antworten. Europameisterschaft 2016. Österreich ist dabei. Österreicher Witze in der Kabine des FC Luzern? Kenne ich nicht. Habe ich schon öfters erwähnt, aber die kenne ich wirklich nicht. Gibt es ja auch nicht. Ist ja alles wahr. Berner Young Boys, IB? Ja, gute Mannschaft, aber ja, also habe mich jetzt entschieden, im Sommer nicht dorthin zu wechseln, weil es einfach jetzt sportlich gesehen für mich jetzt nicht relevant war und ich auch gerne beim FC Luzern geblieben bin. Vierwaldstättersee, Pilatus? Sehr, sehr schön. Bin sehr viel unterwegs mit meiner Frau und meinem Hund dort, gerade am See, weil ich in der Nähe wohne. Und ja, gut für ein bisschen Abwechslung. FCL, Göpp-Sieger 2016. Steiniger Weg, also sicherlich nicht sehr leicht, aber sicherlich auch ein Ziel von der Mannschaft und vom Verein und wäre natürlich eine schöne Sache. Dankeschön. Danke vielmals, Sammy. Danke vielmals, Köbi, Jakob, Janscher, dass du hier warst bei uns, so kurz vor dem Saisonstart. Wir drücken dir natürlich aus dem Team die Daumen und ich bin überzeugt, auch die Fans draußen, die sind dabei, morgen Abend beim ersten Heimspiel gegen den FC Sion. Toi, toi, toi. Danke. Alles schön, Gute. Danke schön. Danke. Radio Pilatus, dies FCL-Radio.